Guten Tag. Heute will ich euch mal ganz schnell meinen neuen Detektor zeigen, und zwar den Mars Gauss MD. Ich will damit jetzt schnell ankündigen, dass ich in Zukunft über diesen Detektor eine Videoserie produzieren werde. Da geht es hauptsächlich um die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Was kann man da alles einstellen? Was ist das eigentlich für ein Detektor? Und was kann der? In diesem kurzen Video zeige ich euch den jetzt mal ganz schnell, damit ihr mal euch einen kleinen ersten Eindruck vermitteln könnt. Und ich werde einfach auch schon ein bisschen was über den Detektor erzählen. Ich habe den nämlich schon seit mehreren Wochen und war damit auch schon jetzt mehrfach sondeln und konnte mir da auf jeden Fall einen ersten Eindruck vermitteln. Und ich kann euch schon mal vorweg sagen, dass das ein extrem guter Detektor ist, meiner Meinung nach. Und dass der wahrscheinlich auch meine ganzen anderen Detektoren ablösen wird, weil ich mich einfach in diesen Detektor verliebt habe. Das Gestänge ist extrem ergonomisch und leicht. Ich habe noch nie so einen Newton-Griff in der Hand gehabt. Ich zeige euch den mal. Der ist gummiert und lässt sich richtig gut greifen. Er ist auch nicht so groß wie manche andere, sondern nicht zu groß, nicht zu klein, eigentlich perfekt. Man kann das hier verschieben. Das zeige ich aber dann in einem anderen Video. Und man kann den Detektor extrem groß auch ausziehen. Also Leute, die 2 Meter sind oder größer, auch Leute, die 2,10 Meter sind, die können mit dem Detektor sondeln, weil der hat ein extrem langes unteres Gestängeteil. Ich habe mir das Pro-Paket geholt. Da ist die kleine Spule dabei und die große Spule ist dabei. Und da ist auch der Pinpointer mit dabei von Mars. Auch dazu werde ich noch ein Technikvideo machen für euch. Und ich werde natürlich Technikvideos über die ganzen Details machen. Wie groß kann man den ausziehen? Wie klein ist der? Wie passt der in den Rucksack? Was kann man alles einstellen? Und auch die verschiedenen Spulen werde ich euch zeigen. Ich zeige euch mal das Akkuladegerät hier schnell. Das hat 2 USB-Stecker. Man kann also 2 Sachen gleichzeitig laden. Welche 2 Sachen sind das? Einmal die Einheit, die man auch abmachen kann, so wie beim XP Deus oder beim XP ORX. Da kann man die Einheit ja auch abnehmen. Und der zweite Stecker für USB-Laden ist für diese Teil. Da hat man dann auch ein Mini-USB-Kabel mit dabei. Das ist der MD-Link-Receiver. Und diese Teil ist mega cool. Ich sag euch auch warum. Weil man mit diesem Ding seine Lieblingskopfhörer verwenden kann. Das hat nämlich einfach hier einen großen Kopfhörerausgang. Und man kann einfach so einen Adapter hier nehmen, von groß auf klein. So ein Adapter ist auch übrigens dabei, mit dem Lieferumfang enthalten. Egal welches Paket man nimmt. Man kann jetzt das Pro-Pack nehmen oder das Standard-Paket. So ein Adapter ist immer mit dabei. Das Teil ist auch immer mit dabei. Das unterscheidet sich nur in den Spulen und dem Pinpointer, diese 2 verschiedenen Pakete, die man kaufen kann. Dann hat man noch Ersatzspulenschrauben mit dabei. Und so wäre das dann, das ganze System. Dieses Teil, also der MD-Link, der verbindet sich mit dem Detektor kabellos. Und dieses leichte kleine Teil, das kann man sich einfach in die Hosentasche stecken oder in die Jackentasche. Und dann kann man seine Lieblingskopfhörer da anschließen und die aufsetzen. Und dann hat man kabellosen Ton. Und der Ton ist mega cool. Man kann hier die Lautstärke verändern. Man kann aber auch im Detektor selber nochmal die Lautstärke verändern. Also man kann das, wenn man hier auf volle Pulle hat, auch nochmal da noch lauter machen oder noch leiser. Also man kann da wirklich sehr gute Sachen einstellen. Der Detektor ist wirklich durchdacht und ich sage euch das mal ganz ehrlich, irgendwie ist der Detektor so, als wäre der für mich zugeschnitten worden. Ist einfach der perfekte Detektor. Ich liebe diesen Detektor. Ja, so viel zu diesem Link-Teil. Das finde ich wirklich gut. Das ist das Beste, was es gibt, weil so kann man seine Kopfhörer verwenden, die man möchte. Aber es sind auch Kopfhörer mit dabei und auch da ist es wieder so, dass egal ist, ob man jetzt das Standardpaket kauft oder das Pro-Paket, die Kopfhörer sind immer mit dabei. Die haben auch 3,5 mm Klinkestecker, flexibles Kabel und die Anemone hatte die Dinger auf und die meinte, dass die ihr perfekt passen. Also die will die auf jeden Fall haben und verwenden. Ich verwende lieber die kleinen. Ich wollte schon immer diese kleinen Kopfhörer zum Sondeln nehmen, aber mit Kabel war das immer problematisch. Und deswegen, jetzt wo ich den MD-Link habe, ist das natürlich super cool. So, ich werde jetzt mal die Einheit kurz abschrauben. So sieht die Einheit aus. Hier hinten haben wir den Lautsprecher. Das Ganze ist, wie gesagt, regendicht. Nicht komplett wasserdicht. Man darf den nicht eintauchen im Wasser. Aber man kann damit im Regen ohne Probleme sondeln. Hier unten sieht man, wie das aufgeschoben wird. Wird auf dem Griff aufgeschoben hier vorne. Und das ist ziemlich stabil und dick. Und da wird nichts brechen oder abfallen. Das schließe ich aus, dass da irgendwann abfällt, wie bei manch anderen Detektoren. Und ich zeige euch noch ganz kurz die Einheit und macht das mal kurz an. Der ist also sofort betriebsbereit, aber jetzt ist natürlich keine Spule dran. So, ich habe jetzt die Einheit mal wieder festgeschraubt an der Spule und werde jetzt mal den Detektor kurz anmachen. Und man sieht, der ist an und ist sofort betriebsbereit. Man kann sofort sondeln. Und dann ist er wieder aus. Und dann ist er wieder an. Also kein langes Hochfahren, das geht rucki zucki.
und ich werde euch noch ganz kurz die Menüs zeigen, werde einfach einmal kurz durchscrollen und euch die Sachen zeigen, aber ich werde nicht so weit ins Detail gehen, weil ich will ja noch einen Dreiteiler über diesen Detektor machen, wo ich euch dann alles ganz detailliert zeige und auch meine Erfahrungen damit euch teile. Hier oben sieht man die Akkuanzeige, daneben dran die Sonne, das bedeutet Displaybeleuchtung. Man kann die Displaybeleuchtung auch ausmachen und in verschiedenen Stufen einstellen. Die Anzeige hier ist für die Einstellungen der Kilohertz-Einstellung. Man kann den Detektor also in verschiedene Kilohertz-Zahlen einstellen. Das ist ja ein Multifrequenzdetektor. Der hat also verschiedene 16er Kilohertz-Einstellungen und auch verschiedene 48 Kilohertz-Einstellungen. Dann haben wir hier in der Mitte die große Leitwertanzeige. Hier haben wir Gain, das ist die Empfindlichkeit. Hier ist die Temperatur angezeigt, wir haben im Moment 17 Grad hier drin. Und das ist der Bodenabgleich, also Ground Balance. Und hier der Zahnrad, das sind die Einstellungen und die erscheinen jetzt hier unten. Ich gehe einmal durch, da haben wir die Einstellungen für die Empfindlichkeit, also Gain. Dann haben wir die Diskriminierung, da kann man auch bis ins Minus gehen und dann auch nach oben. Hier haben wir die Frequenzeinstellungen, das ist die L bedeutet Low, das heißt, der ist im Moment auf 16 kHz. Und wie ihr vielleicht auch bemerkt, ist der absolut still in der Wohnung. Der macht nicht ein Pieps, weil der Detektor nämlich extrem ruhig läuft. Dann haben wir hier Search, das ist die Einstellung für die Suchmodi. Man kann dort verschiedene Suchmodis einstellen, dazu dann aber mehr in einem weiteren Video. Da unten haben wir Mode, da kann man einstellen, ob man den Detektor im Analog- oder im Digital-Mode verwenden will. Das ist sehr hilfreich, wenn man mit dem Detektor unter Strommasten sondern will. Der läuft dann nämlich auch absolut ruhig, wenn man den dann umschaltet auf Digital. Dann haben wir hier noch die Lautstärke-Einstellungen, die kann man bis auf 0 kann man ausmachen, den Ton, oder halt auch lauter machen. Und dann haben wir hier noch die Eisenton-Einstellung. Im Moment ist der Eisenton aus. Ich mache den aber mal an. Man kann ihn halt auch leise einstellen oder auch lauter. Und dann haben wir hier noch die Einstellung für Trans. Trans ist die Einstellung, um den MD-Link zu verbinden, also die Kopfhörer quasi. Den kann man ausmachen oder in vier verschiedenen Frequenzen reingehen. Und das Schöne finde ich, dass man hier die Menüs auch in beiden Richtungen durchschalten kann mit den beiden Knöpfen. Man muss also nicht von oben nach unten durchschalten oder so und dann wieder von vorne anfangen, wie bei manch anderen Detektoren, sondern man kann hier schön links und rechts durchschalten, so wie sich das hier hört. Ja, hier haben wir noch den Pinpoint-Knopf, Links- und Rechtsknöpfe, Menüeinstellungen und Bodenabgleichknopf. Man kann den Detektor über den Bodenabgleichknopf auch noch in einen Sleep-Modus versetzen. Wenn man die Zahnräder gedrückt lässt, dann kann man die Displaybeleuchtung verändern, aus und dann verschiedene Stufen. Na gut, ich lasse jetzt mal so. So viel erstmal zu den Einstellungen. Eine Sache will ich euch noch zeigen, und zwar seht ihr ja hier, wie die Einheit aufgebaut ist. Ihr könnt hier hinten sehen, dass das hier so ein breite Stück. Und wenn ich jetzt hier mal so einen 18650 Akku nehme, die ja immer extrem lange halten, und den hier ranhalte, dann sieht man, dass das genau passt. Und ich vermute, dass hier drinnen ein 18650 Akku verbaut wurde, weil die Entwickler sagen, der Detektor, der hält 24 Stunden. Also man kann 24 Stunden am Stück damit sondeln. Und ich sag euch mal was, ich war damit jetzt schon viermal sondeln und ich habe den noch nicht einmal geladen. Guckt euch mal den Akkustand an, der ist immer noch fast voll. Ich war schon auf der Wiese, wo ich mit dem Simplex letztens war und habe da Kronkorken gegraben und Geld und auch einen Ring habe ich gefunden. Und da hat sich nichts am Akku verändert. Da war der noch voll, wo ich wiedergekommen bin. Ich war da ungefähr 3 Stunden, also nicht besonders lange. Ich war dann aber anschließend nochmal einen Tag später im Wald, wo wir damals den SA-Dolch gefunden haben, und war da auch nochmal bestimmt 4-5 Stunden unterwegs. Und dann war ich nochmal im Garten, ja, und dann nochmal an einem anderen Spot. Und wie ihr seht, hat sich nichts am Akku verändert. Der ist immer noch fast voll. Das stimmt auf jeden Fall, dass der Akku einfach mal ewig hält, und das finde ich mega cool, weil da muss man sich überhaupt keine Sorgen mehr drüber machen. Und da die Spulen ja mit Kabel damit verbunden sind, müssen die auch nicht extra geladen werden. Das heißt, die sind auch immer logischerweise voll. Eine Sache zeige ich euch noch, das ist der Ladestecker für den Detektor. Der wird magnetisch geladen. Der hat also hier hinten nur so ein Teil, da wird das magnetisch connected, zack, und dann wird der so geladen und dann ist er voll und dann kann man wieder loslegen. Ich werde, wie gesagt, ganz viele Detailvideos über den Detektor demnächst machen, weil das einfach mein Lieblingsdetektor jetzt ist. Ich finde auch das Carbon-Gestänge mega cool. Das kann man hier aufdrehen und das rausziehen. Und wie gesagt, das kann man wirklich richtig lang machen. So lang, dass auch 2,20 Meter Leute damit sondeln können. Und dann kann man das aber auch sehr schön klein kompakt wieder zusammen machen. Und dann kann man sich den auch in den Kofferraum schmeißen oder in den Rucksack. Und kann sehr schnell sondeln. Und der Detektor ist leicht. Das muss ich mal sagen. Der wiegt, ich glaube,
1,1 Kilo. Moment, ich wiege mal. Ja, also bei mir auf dieser Waage wiegt er ungefähr 1,1 Kilo oder 1,2 Kilo. Und das ist wirklich ein Leichtgewicht. Der Mars Gauss MD, ein super leichter Detektor. Und wie gesagt, in Zukunft auf meinem Kanal ab Mitte März seht ihr eigentlich meine Sonnenvideos ausschließlich nur noch mit dem Detektor, weil das einfach ein super guter Detektor ist, meiner Meinung nach, und der meine anderen Detektoren erstmal ablösen wird. Und das macht super viel Spaß, damit zu sonnen. Und das Allercoolste ist, ich brauche diese Schlaufe hier oben nicht mehr, dieses Armband. Das habe ich ja beim Impact immer dran gehabt. Das ist da nicht notwendig, wirklich nicht. Das macht vieles leichter für mich und das gesamte Design ist einfach wie auf mich zugeschnitten. Auch dieser Akku, dass ich da so lange sonnen kann. Ich muss überhaupt keine Ersatzakkus mehr mitnehmen zum Auswechseln. Und er zeigt mir sogar die Temperatur an. Was will man mehr? Eine Sache noch, der hat eine sehr gute Metallunterscheidung. Das habe ich schon mit ganz vielen Objekten getestet. Also der zeigt mir da die ganzen Sachen alle mit unterschiedlichen Leitwerten an. Der unterscheidet da also sehr präzise und das finde ich sehr gut. Das ist nämlich sehr wichtig. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war etwas informativ erstmal. Seid gespannt, schreibt in die Kommentare. Ich beantworte alles, was ihr wissen wollt über den Detektor. Und wo man den kaufen kann, könnt ihr mich auch fragen. Ich habe den zollfrei bestellt. Also da wirklich einen richtig guten Preis bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wo, könnt ihr mich anschreiben, könnt ihr den da auch kaufen. Und ihr kriegt sogar noch Rabattcode obendrauf dann. Und seid gespannt auf die nächsten Videos über diesen Detektor. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke und abonniert den Kanal. Weil dann seht ihr immer, wenn ein Video kommt, dann bekommt ihr sofort eine Meldung und dann könnt ihr das nicht verpassen. Ja, bis zum nächsten Video.